Mitglieder der AfD-Bundestagsfraktion haben in Syrien erneut Vertreter der Regierung von Präsident Bashar al-Assad getroffen. Dabei forderten sie die Bundesregierung unter anderem auf, wirtschaftliche Beziehungen zu dem Land aufzunehmen. Das geht aus einer Mitteilung der Partei hervor. Schon 2018 hatten AfD-Mitglieder Vertreter der Regierung von Machthaber Bashar al-Assad in Syrien besucht. In der Pressemitteilung der AfD heißt es, primäre Ziele der Reise sind die Einholung eines konkreten Lagebildes unmittelbar vor Ort sowie die Fortführung intensiver Dialoge.